So, ich habe jetzt hier den Ilja Schneider bei mir. Er hat heute gewonnen gegen Großmeister Stuart Hesslinger und hat entscheidend dazu beigetragen, dass Schachfreunde Berlin heute 4,5-3,5 gewonnen haben gegen SG Trier. Ilja, fass mal bitte aus deiner Sicht deine Partie zusammen. Ja, also ich habe das geschafft, was ich sehr selten schaffe, also mit Schwarz gegen bessere Gegner überhaupt eine Partie zu bekommen, ohne gleich wirklich großen Nachteil nach der Öffnung zu haben. Klappt nicht so oft, aber hat heute geklappt. Weil er hat irgendwie eine relativ unglückliche neue Idee gebracht, die eigentlich gar nichts gebracht hat. Und ich konnte schnell ausgleichen. Und ja, als er dann eigentlich verstanden hat, dass das schon gegen ihn läuft, hat er mir geboten. Aber ich habe nochmal wirklich letzten Mut zusammengefasst und abgelehnt. Der Mannschaftskampf hat es auch erfordert. Und ja, bin mal froh, dass es mal belohnt wurde. Mhm. Das war Caro-Kann-Eröffnung, ne? Ja. Spielst du das jetzt zum ersten Mal? Nee, überhaupt nicht. Also, spielst du häufig Caro-Kann? Das ist von den Turnierpartien ungefähr Nummer 15 oder so. Ich habe auch ganz oft schon in der Bundesliga damit verloren. Also gegen Bendrich, gegen Prager. Bin mir nicht sicher, ob das nicht mein erster Sieg damit in der Bundesliga ist. Nee, ich hatte gegen Reitschi-Spirek schon gewonnen. Okay. Also erste Partie wirklich nicht, also einige Male. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, an welcher Stelle dir heute klar war, dass du besser stehst und weiterspielen musstest? Ja, im Prinzip. Also er hat ja mit B4 meinen Zug C5 verhindert und dann hatte ich irgendwie direkt aus dem Ärmel den A5 gezogen. Hauptfahrt einen Bauern, aber er kann ihn halt nicht wirklich gut nehmen, weil dann C5 kommt und ich habe einfach zwei verbundene Freibauern. Und ab dem Moment war mir klar, dass ich zumindest überhaupt keine Probleme habe. Und einen Zug später folgte das Remis-Angebot von ihm und das hat mich dann noch zusätzlich ein bisschen angepeitscht. Wobei objektiv, wie wir gesagt haben, noch die nächsten zwei, drei Züge eher nicht so viel los war und der richtig große Bock kam von ihm dann. Aber er hat sich dann schon ungemütlich gefühlt, weil seine Eröffnungsinitiative war total verpufft und durch seine Neuerung hat er selbst mehr Zeit verloren als ich. Und ja, also das ist so ungefähr, weiß ich nicht, um den 17., 18. Zug herum, wo ich vorher überlegt habe, biete ich gleich nochmal Remis, aber dann ist mir aufgefallen, nee, Moment, also das ist jetzt eigentlich der verkehrte Zeitpunkt, um ihn zu finden. Okay, alles klar, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kommentar. Danke.